Moin auf dem Kartoffelhof. Wir befinden uns hier in Rheinsbüttel in Dithmarschen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Mein Name ist Thorsten Hölk und ich bewirtschafte den Betrieb in vierter Generation. Und die nächste Generation mit meinem Sohn Lennart ist hier auch anbei. Wir bewirtschaften jetzt einen reinen Ackerbaubetrieb derzeit mit dem Schwerpunkt Kartoffelanbau um 60, 70 Hektar pro Jahr. Dieser teilt sich auf hälftig in Vermehrungskartoffel, also Pflanzkartoffelanbau für die Europlant und den Speisekartoffelanbau für die Direktvermarktung. Dort packen wir in Kleingebinde und liefern diese an unsere Kunden aus, an den regionalen Wiederverkäufer oder auch direkt hier ab unserem Standort. Des Weiteren machen wir mit dem Gastroservice auch, dass wir die Kartoffeln hier weiter verarbeiten und schälen und diese dann der Gastronomie regional andienen. Somit haben wir rund ums Jahr mit der Kartoffel zu tun und sind hier am Aufbereiten, am Packen und am Liefern. Seit Mitte der 70er Jahre werden hier auf diesem Betrieb Kartoffeln angebaut. Und so haben wir uns ja auch mit den Jahren schon immer für Technik begeistert. Und so war jetzt eben auch angesagt, dass wir uns für eine neue Sortierlinie entscheiden und in Sachen Leistungssteigerung und Qualitätsverbesserung investieren wollen. Wir haben uns von vielen verschiedenen Firmen beraten lassen und haben uns daher überlegt, eine Sortierung zu suchen, wo wir weniger Personal brauchen, wo wir eine trotzdem mindestens gleich so gute oder doch bessere Qualität abliefern können. Und so sind wir zu der Firma Geo gekommen und haben uns da gut beraten lassen und so in diesen Smart Grader mit zwei Bahnen uns dafür entschieden und da hinein investiert in die gute Technik. Zwei wichtige Punkte, warum wir uns für den Smart Grader entschieden haben, sind zum einen die Sortiergenauigkeit und Qualität. Des Weiteren haben wir uns auch für den Smart Grader entschieden, weil wir hier 8 verschiedene Abgänge haben. Wir können somit viel mehr auf kleinere Kalibrierung setzen und was auch gerade für den Vermehrungsanbau bei uns wichtig ist, da wird viel nach gebrochener Sortierung gefragt und das können wir mit diesem Smart Grader super leisten und auch viel einfacher als mit einem normalen Siebsortierer. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Abgänge, wie jetzt zum Beispiel Abgang 5 ist voll, die Kiste ist voll und dann hat er automatisch gewechselt auf den Abgang Nummer 6. und sortiert dort weiter, sodass wir jetzt den Abgang 5 wechseln können, eine leere Kiste wieder reinstellen können und so die Anlage kontinuierlich läuft. Sobald alle Abgänge gefüllt sind, geht die Anlage automatisch auf Standby. Hier muss keiner die ganze Zeit daneben stehen. Insofern können wir sie auch abends anstellen, wenn Feierabend ist, und noch ein letztes Mal hier hingucken und lassen sie dann laufen, bis die Anlage sich dann nachts irgendwann abstellt. Morgens kommen wir dann hierher und es ist keine Kiste übergelaufen, alle Kisten sind voll und alles hat super geklappt. Die Anlage schafft hier 1,5 bis 2,5 Tonnen die Stunde, haben das auch mit unserer alten Sortierung geschafft. Jedoch haben wir dort nur die Normalsortierung verlesen. Und nun haben wir hier die Drillinge, Übergrößen und die Normalware alles gleich verlesen. Wir können die Kisten so wieder ins Lager stellen und rausholen, wenn wir sie brauchen. Und wir brauchen nur eine kurze Sichtung durchführen, bevor die Ware dann in den Sack geht. Wir sind bisher nach dem jetzigen Einsatz auch sehr zufrieden mit der Anlage, mit der Steuermöglichkeit, welche Kalibrierungen ich wirklich vollziehe. Das Ganze läuft knollenschonend ab. Wir haben niedrige Fallstufen in der ganzen Linie. Die Kartoffel wird schonend abgeschossen und wir haben auch eine ganz gute Vorauswahl, dass die Defekte und die Beschädigten gleich rausgenommen werden.
Was super ist an der Anlage, die einfache Bedienung. Hier können wir die Defekte einstellen von einer Kartoffel. Wie in diesem Beispiel, hier sehen wir jetzt, dass die Kartoffel grün ist. Dieser Teil ist grün und so erkennt die Kamera, wo die Kartoffel grün ist. Das einzustellen ist schon eine große Herausforderung, aber durch tägliches Arbeiten ist es nachher auch relativ simpel. Und wenn wir mal was nicht hinbekommen, dann haben wir da auch große Unterstützung von der Firma Geo. Die Zusammenarbeit der Firmen mit unserem regionalen Ansprechpartner Firma DTEC, aber auch mit den Servicekräften von Bilsma Hercules und auch dem Team von der Firma Geo, haben wir eine tolle Zusammenarbeit erlebt. Und das nicht nur während der Bauphase und der anfänglichen Schulung. Gerade jetzt im Betrieb mit wechselnden Partien oder auch wechselnden Lagereignungen und Fragestellung nach der Einstellung und Kalibrierung. Dort erleben wir eine ganz tolle Begleitung. Wir haben mit den Mitarbeitern von Geo sofort einen Support und eine Unterstützung. Die wählen sich in unser Programm mit ein über TeamViewer, schauen mit auf die Anlage und geben uns Tipps zur Unterstützung. Dort werden wir nicht alleine gelassen und das ist ein ganz entscheidender Faktor für einen reibungslosen Einsatz.